Ich pack den Rest später aus. Nicht dein Ernst. Hier ist etwas, das willkommen daheim sagen soll. Kannst kaum erwarten, dich spielen zu hören. Gabe. Ah, und wir werden es nicht hören, wahrscheinlich. Bitte spiel etwas Lizenzfreies. Bitte. Denn wir wollen es hören. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Schade. Ah ja, da müssen wir durch. Das ist nämlich alles Musik, die... ja... für Probleme sorgen könnte auf meinem Kanal. Schon schade. Das heißt, wenn ihr es hören wollt, müsst ihr es selbst spielen. Das nimmt aber den ganzen Zauber aus dem Spiel leider raus. Das heißt, dieser Titel ist nicht wirklich stream-ready. Schade. Vor allem, wir wissen nicht, worüber sie gesungen hat. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Aber ich nehme es nicht privat nochmal so auf, die Szenen. Weil ich denke mal, auf YouTube würde ich wieder gleiche Probleme. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Denn es ist, geht hier immerhin auch um Square Enix. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Hier ist so viel Musik drin. Was halt wirklich schade ist. Ryan, vergiss es. Lass das. Du musst dich um dich selbst kümmern. Hab Mac verarztet. Schauen wir uns dich mal an.
Sieht ganz schön übel aus. Ganz besonders hier. Oh. Tut es beim Atmen weh? Alex, du bist hier. Schon. Charlotte, richtig? Wir sollten das kühlen. Die Sache mit dem Kampf tut mir leid. Was für ein furchtbarer erster Eindruck. Dad? Ich fahre Gabe zur Station. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten, der aus dem aktuellen Jahrhundert ist. Ist okay, ich muss wirklich Ryan nicht... Ryan hat recht. Er weiß, was er tut. Geh mit. Alex, bin gleich zurück, okay? Okay. Und fort sind mein Barkeeper und mein Ersatz-Barkeeper. Aber hier ist die Musik wenigstens nicht lizenziert. Oh. Das gefällt mir. Ein fallender Stern? Ja. Oder ein aufsteigender. Und ich mag die Synchronsprecherin. Kommt auf den Tag an. Kennen wir doch. Und wie sieht es heute aus? Also, ich weiß nicht. Der Tag war bisher eine Achterbahnfahrt. Ich kann's mir vorstellen. Hab gehört, dass Ethan dir einen seiner Comics gegeben hat. Er findet dich offenbar ziemlich cool. Ich weiß so gar nichts über Kinder. Aber er scheint ein guter Junge zu sein. Lieb, dass du das sagst. Er ist echt toll. Rinderbraten-Spezial. Vorsicht mit der Soße. Jed, das war nicht nötig. Ryan sagt, du lässt das Abendessen aus. Kein Künstler verhungert unter meiner Aufsicht. Ich muss jetzt los. Ich arbeite an einigen Werken für das Frühlingsfest und sie müssen heute fertig werden. Hätte gern noch geplaudert. Oh, ist okay. Echt schön, dass du hier bist. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Gern. Ciao, danke fürs Essen. Jo. So. Oh, 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 das... Okay, alle sind hier versammelt. Ich bin hier ja gerade unterbesetzt. Gabe meinte, du hast schon in einem Restaurant gearbeitet. Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Vielleicht nicht ganz so lange. Aber ja, ich habe so einiges getan. Willst du eine Schicht? Vielleicht gefällt's dir ja. Klar. Alles klar. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar, okay? Okay. Soll ich mir was merken? Es ist echt schön, dich hier zu haben. 100 Pro muss ich mir Sachen merken. Es ist ein Spiel mit Entscheidung. Dann bin ich jetzt also Kennerin. Sehen wir mal, wie es läuft. Okay. Tisch muss abgeräumt werden. Welcher Tisch muss abgeräumt werden? Dieser Tisch? Oh, hey. Jemand hat einen Kurs über mein Leben entworfen. Radikale Akzeptanz. Dankbarkeit mitten im Chaos finden. Neuer Kurs beginnt am 6.4. montags, 19.30 Uhr. Schätze aus Tibet. Willst du Ende der Woche immer noch wandern? Welcher Tisch muss abgeräumt werden? Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf. Ich habe schon ein paar Wege rausgesucht, mit denen wir an... Scheiße. Jetzt hat Mac Angst. Wenigstens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Mann, bin ich froh, dass ich kein Bergarbeiter im 19. Jahrhundert bin. Eine Kennzeichentafel, die um 1880 in der Tellermine verwendet wurde. Jeder Bergarbeiter entfernt vor Betreten der Mine sein Kennzeichen und hängte es wieder an die Tafel, wenn er sicher zurückkehrte. Haven ist echt stolz auf seine Bergbaugeschichte.
sprichst, Alter. Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Von uns beiden. Was genau meinst du damit? Riley ist auf dem Weg hierher. Sie ist ziemlich sauer und es würde nicht helfen, alle Details auszuplaudern, okay? Du bist wirklich ein Stück Scheiße. Warte, sie macht sonst sicher Schluss mit mir. Dann ist es so. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Bitte, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Oh mein Gott, was ist mit deinem Gesicht? Ist halt so wild. Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Was interessiert dich das? Weil mein angeblicher Freund sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich, es reicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, sonst war's das. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! Und warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Wow, Moment. Okay, also nicht direkt eine verpasst, aber er hat eindeutig angefangen. Nee, da lüge ich nicht. Oh Gott. Warst du auch da? Also ganz ehrlich, das ist ein Arsch. Scheiß auf die 4 Jahre. Ich hatte für einen kurzen Moment Mitleid, bis er ihr gegenüber sogar ein bisschen laut geworden ist. Also, wo es nämlich wieder um Gabe ging. Gabe hat eine Freundin. Diese Eifersuchtstour, das ist nicht gut. Ja, ich war da. Mac erzählt totalen Schwachsinn. Weißt du was? Das überrascht mich wirklich kein bisschen. Was ist wirklich passiert? Riley. Mac kam reingestürmt, beschuldigte Gabe, mit dir zu schlafen, verpasste ihm eine. Und trat dann auch noch auf ihn ein. Riley, hör zu. Und was ist mit Macs Gesicht? Das war ich. Okay. Klingt, als hätte er es verdient. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Warte, was ist mit uns? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schäme mich gerade so sehr für dich. Sind wir noch zusammen? Was denkst du denn, du Scheißidiot? Nein! Alex Chen? Sie greifen Mac Loudon an ihrem ersten Tag hier an, hm? Grunk! Ich bin Jason Pike, Deputy Sheriff. Ich muss Sie zur Befragung auf die Wache. Das ist Grunk, ohne Scheiß! Ich irre mich doch nicht, oder? Mac hat Gabe angegriffen. Er ist der, den sie wollen. Dein Gesicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh Mann. Oh, ich mach nur Witze. Niemand steckt in Schwierigkeiten. Ach, Gabe und ich verarschen uns immer.
Der Grunk. Ich wurde noch nie von einem. Wieso kann ich denn jetzt auf einmal nicht so ernst nehmen? Sie haben mich echt erwischt. Freut mich, dass du darüber lachen kannst. Willst du vielleicht einen Drink? Vielleicht. Ich bin gerade bei der Arbeit. Gut, ich bin in der Bar. Wenn du was trinken willst, komm einfach rum, okay? Wenn Liz das Spiel spielt, muss ich auf jeden Fall erstmal dabei sein. Solange sie mich nicht einholt. Der Gronkh, Alter. Stimme unverkenntlich. Unverkenntlich, ne? Also, ja. Alter. Mach nicht so ein Scheiß. Gutscheine für Weed? Welch glorreiche Zeiten. Kaufen Sie im silbernen Drachen ein. Sparen Sie 20% auf alle Produkte für Erholung und medizinischen Bedürfnissen. Blumen, Süßigkeiten, Butter fürs Kochen. Gültig bis April 2020. Wie geheimnisvoll. Amelia Rosum Goldstein. 1889 bis 1921. Hier betrieb Amelia Goldstein 9 Jahre lang ein Gasthaus, das für seinen wundervollen Dachgarten bekannt war. Sie starb im Alter von 32 Jahren an der Grippe. Obwohl sie kurz vor ihrem Tode heiratete, ist die Identität ihres Ehemanns weiterhin ein Rätsel. T. Harmon ist bestimmt Charlotte. Das ist echt cool. Oh, kann ich hier... Ja, geil! Arkanoid! Oh nö, was? Das ist sowas? Laser? Fangen? Fangfähigkeit? Erweitert den Warps? Geil! Oh Gott! Oh nö! Ich hab sowas lange schon nicht mehr gespielt. Oh Gott, was? Mich entscheiden. Nein! Oh, das ist so cool mit den Arcade-Dingern, ey. Ah! Geh da hoch! Jawohl! Und zerstöre! Nein! Komm nicht zurück! Was passiert eigentlich, wenn die mich treffen? Nichts. Mist.
Ist das dein Scheiß Ernst? Ach komm schon! Was? Okay, nehme ich hin. Oh Gott! Ah, was ist das? Dieses Level stinkt! Oh, komm schon! Gott! Ding. Komm an, lass das doch. Dieses Level bricht mir das Genick. Wenn das wirklich eine Trophy gibt, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht, ne, dann ja, gute Nacht, ne. Alter! Oh Mann! Ja, geh wieder hoch! Nein! Nein, nein, ja, ja, was ist denn los mit dir? Diese ganzen nicht zerstörbaren Blöcke nerven mich. Die weißen gehen wenigstens irgendwann kaputt, wenn man da öfter... Ah, ich komme nur nicht da hoch, wegen diesen scheiß UFOs. Oder Saturns. Perry Saturn oder was? Nein! Jetzt geh doch da hoch!
No, bitte. Ja. Endlich mal was kaputt gegangen. Nein! Bleib doch da oben! Ach Mann! Immer diese. Willst du mich verarschen? Jetzt triff doch mal. Ja. Jo, was ist denn jetzt los? Wo ist denn noch was? Hä? Hier ist doch alles weg. Geht doch. Alter. Okay, das sieht nicht ganz so nervig aus. Ah Mann, was ist denn das? Du bist doch scheiße! Jetzt geh doch da genau. Was ist das denn? Thank you.
Alter! Was ist Laser, ne? Geschafft. Ja, wir haben schon 69.000 Punkte, ne? Okay, so ein Spiel beherrsche ich schon. Was ist das denn? Okay, sowas hatte ich noch nie in so einem Blockspiel. Ein Boss? Ah, verdammt! Sehe ich auch die Leiste des Bosses? Highscore! Was? Ich glaube, wir haben es durchgespielt. Oder kommt jetzt das nächste Level? Was? The vicious creature which revived do has no bla 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 and do was the geil. Wir sind bei denen des Fears. Das hätten sie auch auf Deutsch machen können, den Text. Aber gut. Keine Trophy? Keine fucking Trophy? GAB. Das muss gelb sein, oder? Na, ich hab gewonnen. Kann man hier auch Daten? Oh, das wäre cool. Haven meint es ja ziemlich ernst mit diesem Fest.